Die nachfolgende Sendung wird durch die Spender von Joyce Meyer Ministries ermöglicht. Wer wirklich demütig ist, weiß, wer er nicht ist und auch, wer er in Christus ist. Wer von euch hat einen Traum oder eine Vision für sein Leben? Wer will etwas bewirken? Wer von euch ist frustriert, weil es alles so lange dauert? Das verstehe ich gut. Wie gut ich das verstehe. Vor 40 Jahren begann ich mit einem Bibelkreis in unserem Haus. Zudem kamen 12 Personen und er wuchs auf 25 an. 5 Jahre lang leitete ich diesen Kreis. Nach 2,5 Jahren fingen wir mit einem weiteren Bibelkreis bei uns zu Hause an. Wir hatten also 2 Bibelkreise. Und wirklich, ich konnte predigen. Ich konnte bereits so predigen wie heute. Trotzdem saß ich mit 25 Leuten in meinem Wohnzimmer fest. Ich musste meinen Job kündigen, um mich auf das Bibellehren vorzubereiten und brauchte dringend Geld. Ich bekam natürlich kein Geld für die Leitung dieser Bibelkreise. Ja, in diesen Jahren musste ich mich bewähren und wir alle brauchen solche Zeiten. Das Schlimmste, was man machen kann, ist einem, der erst vor kurzem Christ geworden ist, gleich eine hohe Position anzuvertrauen. In der Bibel steht, dass er dann eingebildet, überheblich, stolz und aufgeblasen wird. So steht es in der Schlachterbibel. Aufgeblasen. Deshalb denkt nicht, dass ihr gleich eine Leitungsfunktion übernehmen könnt, nur weil ihr ein Talent habt. Denn der Charakter ist viel wichtiger als das Talent. Wenn jeder nur sein Talent zur Schau stellen will, soll er das gerne woanders tun. Aber wenn du Gott mit deinen Gaben und Talenten dienen willst, braucht es eine Zeit der Reifung. Vielleicht sitzt ihr im Gottesdienst, schaut euch die Sängerin auf der Bühne an, seid etwas genervt, weil man euch nicht gefragt hat und denkt, ich könnte 1000-mal besser singen. Genau deshalb steht sie auch da und nicht du. Ich schaute mir immer Prediger im Fernsehen an und dachte, ich könnte viel besser predigen. Ich weiß auch nicht, warum ich immer noch mit 25 Leuten im Wohnzimmer festsitze. Nun, genau deshalb. Nicht, weil ich nicht lehren konnte, sondern weil meine Haltung nicht stimmte. Na? Ich sage euch mal was. Wenn ich zurückblicke, bin ich so dankbar, dass ich warten musste und Gott mich prüfte und an mir arbeitete. Ich bin so froh, weil ich glaube, wenn wir auf Gottes Zeitpunkt warten, schaffen wir die Strecke und haben einen langen Atem. Doch wenn man zu früh hochgejubelt wird, startet man vielleicht wie eine Feuerwerksrakete, die gleich wieder verglüht. Amen. Versteht ihr? 5. Mose Kapitel 8 war meine Rettung. Ja gut, Jesus hat mich gerettet, aber mein Horizont hat sich durch 5. Mose Kapitel 8 wirklich erweitert. Ein großartiges Kapitel in der Bibel. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr dein Gott dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist. Ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Manna, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Die Israeliten hingen in der Wüste fest und konnten sich selbst nicht versorgen. Deshalb mussten sie sich auf Gott verlassen und er führte sie einen langen Weg. Er zeigte ihnen nicht den kürzesten Weg, nein, einen langen und harten Weg,
Denn er hatte ein Ziel vor Augen. Er wollte sie an einen Ort bringen, wo er ihnen über die Maßen Gutes tun konnte. Ich möchte euch heute ermutigen, bleibt an Gott dran. Lauft nicht vor ihm weg, weil der Weg hart ist. Ihr nicht versteht, was los ist und alles so lange dauert. Dient Gott von ganzem Herzen. Der Tag wird kommen. Der Tag wird kommen. Der Zahltag wird kommen. Amen. Hebräer 11, Vers 6. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wenn ihr Gott aufrichtig sucht, ist eure Belohnung bereits auf dem Weg. Seid doch nicht wütend, weil ihr die Dinge nicht zu dem Zeitpunkt bekommt, den ihr für richtig haltet. Wie ich damals. Dankt Gott, denn sein Zeitplan ist perfekt. Wisst einfach, dass er, wenn ihr bereit dafür seid, die Fenster des Himmels öffnen wird und euch dahin befördert, wo er euch haben will. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land, in ein Land, in dem Wasserbäche, Quellen und Seen sind, die in den Tälern und auf den Bergen entspringen. Ein Land, in dem Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel gedeihen. Heute würden wir das vielleicht etwas anders ausdrücken, aber ihr versteht, was gemeint ist. Ich will keine Feigenbäume und Granatäpfel, aber viele andere Dinge. Ein Land, von dem du dich nicht kümmerlich nähren musst, in dem es dir an nichts mangelt. Ein Land, dessen Steine Eisen sind, wo du Erz aus den Bergen hauen wirst. Jetzt kommen wir zum wichtigen Teil. Und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, sodass du seine Gebote, seine Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Damit nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser erbaust und darin wohnst, damit nicht dann dein Herz sich überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Schauen wir mal ein paar Verse weiter, Vers 17. Und damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft, so gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben, damit er seinen Bund aufrecht erhält. Was für eine wunderbare Bibelstelle für unser Land! Amerika ist nicht zu dem geworden, was es ist, weil wir so großartig waren, sondern weil wir einem großartigen Gott dienen, ein Vorbild für andere Nationen. Und jetzt machen sich die Völker lustig über uns und lachen uns aus. Früher hatten unsere Feinde Angst vor uns. So ist es heute nicht mehr. Und warum? Weil die Leute Gott den Rücken gekehrt haben. Ich will euch mal etwas sagen, aber wir gehören zu Gott und wir wollen seinem Namen alle Ehre machen. Und es ist ein Segen und ein Privileg, in der heutigen Zeit leben zu dürfen. Es ist eine schlimme und gleichzeitig eine gute Zeit. Wir können eine große Ernte einfahren. Dazu müssen wir uns aber alle aufmachen und unser Licht leuchten lassen. Wir dürfen uns nicht mehr nur um uns selbst drehen, was wir wollen, was wir brauchen, sondern wir sollten jeden Morgen neu fragen, Gott, was kann ich heute für dich tun? Was kann ich heute für dich tun? Ich hoffe sehr, dass das bei euch ankommt und ihr es begreift. Interessant ist auch, dass unser Stolz Gott davon abhält, uns zu helfen, weil er nur den Demütigen helfen kann. Jakobus 4, Vers 6. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Seid ihr dankbar für seine Gnade? Sie ist die Kraft des Heiligen Geistes. Gnade ist also nicht nur unverdiente Gunst, sondern sie ist die Kraft des Heiligen Geistes, die Dinge in meinem Leben geschehen lässt, die ich selbst nicht tun könnte. Der Apostel Paulus sagte, das, was ich bin, bin ich nur durch die Gnade Gottes. Und er sagt auch, ich habe härter gearbeitet als ihr alle, aber nicht ich habe die Arbeit getan. Es war die Gnade Gottes, die durch mich wirkte.
Und auch ich kann sagen, wenn ich mir anschaue, was ich im letzten Jahr alles gemacht habe, dass ich nicht weiß, wie ich das alles geschafft habe, keine Ahnung. Gerade heute sagte ich zu jemandem, ich muss in diesem Jahr nur noch 15 Lehreinheiten vorbereiten. Ich könnte auch denken, oh, 15, ich muss noch 15 Lehreinheiten herzaubern. Aber wisst ihr was? Gott wird es tun. Und Gott wird auch in eurem Leben tun, was getan werden muss, wenn ihr euch auf ihn verlasst und ihm vertraut. Wir alle stecken in ganz unterschiedlichen Lebenslagen. Vielleicht habt ihr Stress mit Kollegen. Gott wird euch Gnade schenken, durchzuhalten. Vielleicht seid ihr in eurer Familie die einzige Person, die an Jesus glaubt. Freut euch, dass ihr anderen ein gutes Vorbild sein könnt. Wir sollten mal mit all dem Selbstmitleid aufhören, nur weil es uns nicht immer gut geht. Auch ihr hier drüben lächelt. Lächelt mich an, ist doch wahr. Ist es nicht besser, morgens mit dem Gedanken aufzuwachen, ich werde den Tag meistern, weil Jesus mir Kraft schenkt, es wird ein toller Tag, als gleich morgens schon zu denken, oh mein Gott, was für ein schrecklicher Tag, wie furchtbar. Ihr seid verantwortlich für eure innere Haltung und wenn ihr zuversichtlich sein wollt, kann euch niemand davon abhalten. Umso reicher aber ist die Gnade, die Kraft des Heiligen Geistes, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber, denen, die demütig genug sind, sie anzunehmen, gibt er Gnade. Sag doch einfach mal, Gott, hilf mir. Bittet Gott, hilf mir. Ich erinnere mich noch, wie es vor vielen Jahren bei mir war, es ist schon 25 Jahre her. Wir hatten unser christliches Werk bereits gegründet, es war aber noch sehr klein. Und ich war pausenlos unterwegs und predigte zu allen und jedem. Ehrlich, ich arbeitete sehr hart. Es ist ein Wunder, dass ich damals nicht vor lauter Arbeit tot umgefallen bin. Ich erinnere mich noch, wie ich ein Jahr lang unaufhörlich betete, Gott, hilf mir! Gott, du musst mir helfen. Ich wusste zwar gar nicht genau, wofür ich seine Hilfe brauchte, aber ich wusste, dass ich sie brauchte. Mir war einfach permanent bewusst, dass mir alles über den Kopf wachsen würde, wenn Gott mir nicht half. Wer von euch kennt das Gefühl auch, dass einem alles über den Kopf wächst und man nicht mehr weiter weiß? Das beste Gebet zu allen Zeiten, Gott, hilf mir. Hilf mir, Gott, hilf mir. Help me, God. Hilf mir, Herr, hilf mir. Es gibt noch eine andere Bibelstelle, 1. Petrus 5, Vers 5. Sie ist in der Amplified-Bibel ziemlich lang, doch wir wollen den Text gemeinsam lesen, weil ich ein wenig darüber sprechen möchte. Entsprechend bitte ich die Jüngeren unter euch, ordnet euch den Ältesten, den Pastoren und geistlichen Leitern unter. Zollt ihnen Respekt und befolgt ihren Rat. Und für euch alle gilt, kleidet euch in Demut. Das werden wir heute noch thematisch vertiefen, wie man sich in Demut kleidet. Demut ist das Gewand eines Dieners, das nicht ausgezogen werden darf. Demut bedeckt und schützt uns. Seid im Umgang miteinander nicht stolz und arrogant. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, denjenigen, die unverschämt, anmaßend überheblich und prahlerisch sind. Er bezwingt sie und durchkreuzt ihre Pläne. Den Demütigen aber schenkt er Gnade. Wie oft versuchen wir, die Dinge auf unsere Weise durchzusetzen? Und wenn das nicht funktioniert, geben wir dem Teufel die Schuld. Es gibt Zeiten, in denen uns der Feind angreift, aber nicht alles, was anders kommt als erwartet, geht auf seine Kappe. Manchmal wird's unangenehm, weil Gott uns nicht gibt, was wir haben wollen. Der Grund ist, dass wir die Dinge falsch anpacken. Wir versuchen, alles selbst in die Hand zu nehmen,
anstatt uns auf Gott zu verlassen und zu ihm zu sagen, wenn du es nicht willst, will ich es auch nicht. Doch wenn es dein Wille ist, dann kannst nur du es möglich machen. Ohne dich bin ich nichts. Ich verlasse mich vollkommen auf dich. Wenn du etwas machen kannst, dann mach es bitte. Und wenn nicht, dann kann ich auch nichts daran ändern. Wer von euch begreift, dass er etwas an seinen Gebeten ändern muss? Ich will euch mal was fragen. Wie oft bittet ihr Gott um Demut? Im Ernst? Wann habt ihr Gott das letzte Mal gebeten, euch demütig zu machen? Gerade vor 2 oder 3 Wochen habe ich immer wieder dafür gebetet und es hat mir ein bisschen Angst gemacht. Und das ist auch gut so. Denn das Problem mit Stolz ist ja, dass er sich versteckt. Man ist sich dessen nicht bewusst. Gott zu bitten, einem zu zeigen, wo man stolz ist, kann einem schon Angst machen. Doch Andrew Murray drückt es so aus: Demut ist die wichtigste aller Tugenden. Doch man bekommt sie nicht einfach so. Man muss sie erstreben, dafür beten und sich damit auseinandersetzen. Nun, ich weiß, heute ist Freitagabend. Und hier sind viele Leute, die einfach nicht wussten, was sie sonst hätten machen sollen und deshalb hergekommen sind. Wie auch immer, vielleicht ist das für einige von euch zu tiefsinnig, aber ich will es mal ganz simpel ausdrücken. Wenn ihr heute nach Hause geht und nichts von dem Gesagten behalten konntet, geht wenigstens mit der inneren Erkenntnis nach Hause: Ohne Gottes Hilfe kann ich nichts tun. Ohne Gott bin ich nichts. Ich bin nichts ohne Gott. Und ich will darauf achten, dass ich auf niemanden herabsehe, denn ich bin kein bisschen besser als andere. Wenn ihr euch an nichts anderes erinnern könnt, denkt an diese Sätze. Du bist ein großartiger Mensch, aber kein bisschen besser als andere. Und ich auch nicht, versteht ihr? Dass ich hier heute auf der Bühne stehe, beeindruckt Gott gar nicht. Er hat mir das ermöglicht, aber ist von mir überhaupt nicht beeindruckt. Denn er liebt uns alle gleich. Alles, was wir tun, können wir tun, weil Gott uns dazu befähigt hat und uns seine Gnade geschenkt hat. Ich wünschte, ich könnte wie Phil singen. Kann ich aber nicht, weil Gott mir diese Gabe nicht gegeben hat. Ich würde auch gerne 4 oder 5 Musikinstrumente spielen können. Kann ich aber nicht. Ehrlich gesagt, würde ich alles gerne selbst machen. Ich würde gerne hier oben predigen und singen und spielen und eine One-Man- oder One-Woman-Show abliefern. Das wäre spitze. Aber Gott kennt mich und er kennt euch und er weiß, womit wir umgehen können und womit nicht. Denn er soll am Ende das Lob bekommen und nicht wir. Wenn wir zu stolz werden, muss er uns von unserem hohen Ross herunterholen. Ich will nicht mehr Geld besitzen, als mir gut täte, damit Gott weiterhin geehrt wird. Ich will nicht populärer sein, als mir gut täte, damit Gott weiterhin geehrt wird. Strebt nicht nach Dingen, die ihr nicht haben sollt. Räumt Gott den ersten Platz in eurem Leben ein. Das macht wirklich Spaß heute. Hier noch ein paar Aussagen von Andrew Murray. Demut ist die völlig abhängige Stellung Gott gegenüber. Der Mangel an Demut ist die ausreichende Erklärung jeder Schwäche und jedes Fehltritts. Demut hatte nie die hohe Stellung und Bedeutung inne, die ihr gebührt. Ich habe hinzugefügt, außer im Leben Jesu. Er ist unser Vorbild. Es gibt nichts, was für den Menschen so natürlich und doch seinem Blick so verborgen, so hinterlistig, beschwerlich und gefährlich ist, wie der Hochmut.
Sanftmut und Demut sind die Hauptmerkmale der Nachfolger Jesu. Petrus hatte ein Problem mit Stolz und er musste Demut lernen. Doch danach wurde er umso mutiger. 3000 Leute wurden an einem Tag Christen. Wenn ihr dazu neigt, hochmütig zu sein und andere schlecht zu behandeln, bittet Gott um Hilfe. Vielleicht denkt ihr, ich habe kein Problem mit Stolz. Ich habe ein Problem damit, immer zu gering von mir zu denken. Ja, ihr müsst wissen, wer ihr in Christus seid, das ist klar. Doch wer wirklich demütig ist, weiß, wer er nicht ist und auch, wer er in Christus ist. Hört noch mal her. Sieh doch nur, wie aller Mangel an Liebe, alle Gleichgültigkeit gegen die Nöte, Gebrechen und Gefühle anderer, alle scharfen und vorschnellen Äußerungen und Urteile, alle Ausbrüche des Temperaments, der Empfindlichkeit und Gereiztheit, alle Gefühle der Bitterkeit ihre Wurzel in dem abgrundtiefen Hochmut haben. Wenn ihr jemandem nicht vergeben wollt, dann seid ihr zu stolz. Wir vergessen sehr leicht, wie viel Gott uns vergeben muss. Heute gibt's Schwarzbrot für uns, keine leichte Kost. Schwarzbrot. Später könnt ihr dann euer Eis schlecken, aber bei mir gibt es heute nahrhaftes Schwarzbrot. Hier ist noch ein guter Ausspruch. Am Ende geht es mir nur um die Männer. Aber der Anfang ist gut für uns alle. Die unscheinbaren Kleinigkeiten und Widrigkeiten des täglichen Lebens sind hierbei wichtige Bewährungsproben für die Ewigkeit, weil sie zeigen, welche Gesinnung uns wirklich beseelt. Gerade in den uns am wenigsten bewussten Augenblicken zeigt sich, wer wir tatsächlich sind und wie es bei uns um die Demut bestellt ist. Ich bin noch nicht bei dem Abschnitt, der nur für die Männer gedacht ist. Hier geht es um alle. Unsere wahre Natur zeigt sich nicht in der Kirche, sondern darin, wie wir uns hinter verschlossenen Türen benehmen, wo wir meinen, von niemandem gesehen zu werden. Und jetzt für die Männer. Wie benehmt ihr euch, wenn euch jemand die Vorfahrt nimmt? Ist bestimmt eine Frau am Steuer. Oh, ich werde so wütend, wenn Dave sagt, bestimmt eine Frau am Steuer. Ihr habt wohl ein Problem mit Vorurteilen, oder? Warum sollte es eine Frau sein, wenn der Fahrer nicht gut fährt? Dave ist wirklich geduldig und lieb, aber ich sage euch, wenn jemand auf der Autobahn komisch fährt, dann ist er plötzlich nicht mehr ganz so gnädig. Aber wenn er jemandem vor die Nase fährt und der dann hupt und wild gestikuliert, ruft Dave: Jetzt mach mal halblang, Kollege. Entspann dich. Entspann dich mal. Aber wenn jemand das Gleiche bei ihm macht, sollte die Person besser den Führerschein abgeben, von der Straße entfernt werden. Und dann heißt es noch typisch Frau am Steuer. Puh. Ich möchte Sie mal etwas fragen. Wurden Sie von jemandem verletzt, dem Sie immer noch nicht vergeben können? Wir brauchen uns nur an Gott zu wenden und ihn zu bitten: Gott, ich möchte vergeben. Auch wenn ich ganz anders fühle und der andere es auch nicht verdient hat, möchte ich tun, was du willst. Wissen Sie, Stolz schaut immer darauf, was andere uns antun. Aber uns fällt nicht auf, dass auch wir anderen wehtun. Wie dankbar sind wir, dass Gott uns vergibt. Und so sollten auch wir uns anderen gegenüber verhalten. Das, was der Heilige Geist in uns bewirkt, ist wirklich wichtig. Wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, sollten wir ihn wirken lassen, damit seine Eigenschaften in uns sichtbar werden. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Freundlichkeit und so weiter und so fort.
Möchten Sie mehr wissen über den christlichen Glauben? Dann rufen Sie uns an. Unser Team ist gerne für Sie da. Im Irak gibt es Rebellen, die Christen verfolgen und aus ihren Häusern, Dörfern und Geschäften vertreiben. Viele Familien haben mit ansehen müssen, wie ihre Kinder entführt und die Ehemänner vor ihren Augen ermordet wurden. Die irakischen Christen werden in ihrer Heimat ganz gezielt verfolgt. Also sind viele Familien geflohen, die meisten von ihnen zu uns in den Libanon, weil es hier sehr viele Christen gibt und sie sich sicher fühlen. Als wir die Not dieser Irakis sahen, haben wir gespürt, dass Gott von uns möchte, dass wir uns um sie kümmern und ihnen mit viel Liebe und Anteilnahme beistehen. Hand of Hope war das erste christliche Hilfswerk, das sich an unsere Seite gestellt hat. Hand of Hope sagte, wir wollen die heilende Hand Jesu für die verwundete Welt im Libanon sein. Die Kinder dieser Familien kommen zu unseren Veranstaltungen und hören hier von Jesus. Ihre Eltern sind dann meist ganz erstaunt, wenn die Kinder zu Hause die Lieder singen, die sie gelernt haben, ganz aufgeregt von ihren Erlebnissen berichten und so fröhlich sind. Dann fragen sich die Eltern, wie kommt es, dass unsere Kinder endlich wieder lachen können? Denn im Irak mussten sie quasi rund um die Uhr zu Hause bleiben, durften nicht draußen spielen aus Angst vor Autobomben, Entführungen und dergleichen. Hier sind sie wieder fröhlich und darüber freuen wir uns riesig. Joyce Meyer macht all das möglich. Sie unterstützt unser Heart for Lebanon Irak-Projekt. Das Essen, das wir kaufen, die Reisen, die wir unternehmen, die Ausflüge, die Freizeiten, alles. Allein könnten wir das gar nicht schaffen, weil es eine sehr große Aufgabe ist und viel Geld kostet. Hand of Hope hilft den irakischen Flüchtlingen und wir selbst fühlen uns durch diese Unterstützung auch wertgeschätzt und geliebt. Haben Sie das gewusst? Das Joyce Meyer Magazin für zu Hause gibt's kostenlos. Mit vielen wertvollen Artikeln, die das Leben schöner machen. Lassen Sie es sich gut gehen. Jetzt anfordern. Ist dir bewusst, dass Gott dich geformt hat? Er kennt dich genau. Du bist ihm wichtig und seine Liebe zu dir ist bedingungslos. Er hat Großartiges vor und möchte gemeinsam mit dir dein Leben schön gestalten. Auf diese und weitere Themen geht Joyce Meyer in ihrem Buch Gottes Plan für dich ein. Du kannst es bestellen unter 040 88 88 41111 oder im Internet unter joyce-meyer.de. Gleich mitbestellen. Die Mutmacher-Postkarten von Joyce Meyer. Zum Weitergeben und Verschenken. Haben Sie heute schon jemanden ermutigt?